Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die in der Alpha 18.2. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ja, ich bin immer noch fleißig auf der Suche nach Autoteilen und ja, da haben wir gestern welche beim Händler gefunden, zum Beispiel zum Kaufen. So, ich muss da ganz kurz was gucken, denn vor uns ist was. Ich sehe da was, ein großes Werk. Das könnte doch interessant werden, ne? Wir haben auch noch ordentlich Munition. Und da lässt sich doch vielleicht das ein oder andere looten. Laufen wir da mal hin. Wir können auch fahren. Nee, ist egal. Komm. Auf jeden Fall war ich da noch nicht. Und ich habe keine Ahnung, was uns dort erwartet. Spannung. Oh, Müll. Noch nicht durchsuchter Müll. Oh, Messing muss ich mitbringen. Ich soll es nicht zerlegen, denn du kannst Messing zerlegen, nicht schmelzen. Warum auch immer. Vielleicht geht es ja jetzt in der Alpha 18.2, aber wir dürfen Messing nicht zerlegen. Schade. Blei. Blei gibt es, glaube ich, genug. Da braucht man nichts von mitnehmen. So. Oh. Hase. Hasi läuft da noch. Ist geleckt. Der ist noch nicht down. Ich bin gerade aufgestellt mit ein bisschen Gaga. Was? Bisschen Gaga im Kopf. Jokerline ist dem Spiel beigetreten. Guck mal, der Dressurenspiel ist auch beigetreten. So, ja, viel Munition haben wir. Ja doch, das reicht, Dicke. Sind fast zwei volle Gurte Maschinengewehr. Ich hab meine Ausdauer runter, ey. So, wo bist du denn jetzt, Gebäude? Da ist der Händler. Erklimmen wir diesen Hügel. Oh, wir haben fast Tag 200, ey. Heftig. Nein, das ist das nicht. Das war viel näher. Oder? Hä? Was ist das denn? Ein Hase? Egal, was das ist. Es ist mir soweit unbekannt. Okay. Hol mal das Moped raus. Ich glaube, das hat aber keinen Sprit mehr. Also nicht mehr viel. Da sind wir da eine Ewigkeit hin unterwegs. Das sah auf jeden Fall gerade sehr viel näher aus, ne? Ein Auto. Ich weiß auch gar nicht, wie geländegängig das Ganze ist. Aber an sich ist das Auto, glaube ich, das Beste für Material looten, holen, machen und tun. Oh, da wieder im Wald. Ja, so einen richtigen Bach gibt's ja nicht. Die Welt ist ja random generiert. Das sieht furchtbar aus. Ich habe einen leckeren Kaffee neben mir und den werde ich jetzt erstmal schlürfen. Oh, ist heiß. So, ein Werk. Oh, da kann man aber auch besser laufen. Hier ist eine Stadt. Ist nicht ein Werk. Mehrere Gebäude. Und das ist dann da oben die Stadt. Aber hier war ich auf jeden Fall noch nicht. Das ist schon mal gut. Händler mit dir geteilt. Oh. Was auch immer das für eins ist. Es ist groß. Und es ist hoffentlich noch nicht fett gelootet worden. Aber ist es wahrscheinlich schon. Zombies haben nämlich auch schon Spaß gehabt draußen. Shotgun. Also hier werden Waffen hergestellt. Schon wieder. Also ich war wirklich noch nicht hier. Da ist nochmal ein Militärlager. Also wir gehen erstmal durchs Militärlager. Aber wie gesagt, ich will ja eigentlich Metallteile haben, ne? Und Kram fürs Auto. Na, mal schauen. Vorsicht. Kein trotteliger Minentod. Also derzeit kriege ich sehr viele Erfahrungspunkte, habe ich das Gefühl. Sehr ärgerlich, aber hier wird alles abgebaut, alles. Oder ist abgerissen von den Zombies, besser gesagt.
Also eine Map nach 200 Tagen hat ganz schön gelitten, muss man einfach mal so sagen. Ne? Hier wohnt auf jeden Fall einer. Oder das ist ein Schlafsack, der vom Spiel liegt. Gucken wir nochmal auf dem Tower. Ah, da. Lehrerkoffer, auch hier wurde gelootet. Unglaublich. Waffenschachteln, Working Stiff Tools. Hm. Okay, da können wir da direkt in die Firma, in die Fabrik rein und nach Teilen suchen. Leiter? Denn ich brauche noch Reifen und sowas, ne? Und Reifen kann man ja auch selber bauen. Aber dieses 4x4, also das Geländeauto. Kurze Eisenrohre, diese Schraubfedern. Das sind alles Sachen, die man selber herstellen kann. Aber das hier nicht, ne? Mechanical Parts, glaube ich, die kannst du nicht selber herstellen. Da braucht man gar nicht so viele, ne? Mech. Ne. Mechanical Parts und so. Man kommt ja langsam zurecht. So, wegen Minen. Da ist eine. Gott. Also, wir haben eine Menge Waffenproduktion hier gehabt, wa? Das erklärt auch, warum wir über welche rumliegen. Ach, wir haben durch Müll gelaufen. Leer. Zapp. Zapp. Ich bin Stealth. Erstmal das untere Geschoss durchsuchen. Wo ist denn da der Kopf? Der erste Helm, ne? So. Mal lustig, wenn sie direkt daneben dir stehen. Draußen will einer rein. Ah, diese Ecke des Hauses ist genau dasselbe, logischerweise. Von da oben kamen sie auch immer. Der Kühlschrank will ich ungern zerstören. Und geschrieben wurde mir, drehen ist das Beste. Ich kann jetzt auch nicht so viel auf so eine Lampe erwarten, glaube ich. Bist du hier drin? Hallo? Wir sind auch auf Geheimverstecke. Oben in den Decken. Oh, Erkältung. Ich habe heute richtig Kopfpinne, ey. Da ist zum Beispiel eine Box. Leer. Unglaublich. Ich komme ja auf den Server überhaupt nicht mehr klar. Ich kann mir bald alles beim Händler kaufen. Sehr munitionsintensiv, der Mann. Ja, da. Na, jetzt schickt die Nase an zu jucken, das gibt's doch nicht. Warum haben wir schon so spät, ey? Verdammt. So, jetzt kommen wir mal hier hin. Ein bisschen Angst habe ich ja hier in diesen krassen Häusern. Ich weiß, dass es hier Grüne gibt. Wo ist er? Das Wolfi. Oh, hier haben wir an meinem wenigsten Vogelnest übrig gelassen. Eier soll ich mitbringen? Dass sie so schnell kaputt gehen, die Vögel. Mann, ich finde Eier, ey. Das gibt's doch gar nicht. Timmy, halt Eier! Oh, neuer Müll. Guck hier, die Maschine. Und ein Fernseher. Da hängt ein Fernseher. Das ist gut. Nee, ist nicht gut. Quietsch. Quietsch.
Na, warte, wir gucken mal ganz kurz nochmal nach dem 4x4 Kram. 4x4. 49. Und 24. Also eigentlich haben wir Electrical Parts genug. Es fehlt halt noch unglaublich viel an Mechanical Parts. Klebeband brauche ich auch noch. Das ist auch viel. Warum brauchen wir denn ein Klebeband? Kann man das auch? Jetzt frage ich mich gerade, wo man die so raus herbaut. Mechanical Parts. Das ist ein Stahlträger, der hält mich. Oh, das ist aber fies. Arme Wissenschaftlerin. Bin durstig? Stimmt doch gar nicht. Kriegt halt Flüssigkeit, warum nicht, ne? Wenn er sie will. Fies, ey, spawn die direkt hier. Ein neuer Koffer. Der lässt. Ah, hier sind wir schon wieder ein bisschen höher im Gebäude. Das heißt, hier sind seltener Spieler unterwegs. So, aber hier. Mein Traum wäre noch ein paar Scheinwerfer, ne, mal gratis zu bekommen. Dann kriegen wir diese blöden Mechanical Parts. Ist da oben oder was? Ne. Ja, 3 Token. Ja, vielleicht Sachen zu verkaufen, ne? Das könnte was bringen. Wo bist du? Wow. Wow. Er steht wieder auf, oder? Enemy down. Okay. Ich habe Angst wegen den Grünen. Blödsinn. Wird doch drehen. Und jetzt kann er hier gar nicht. Elektrik. Aber ihr müsst ja doch auch Elektrik drin sein in so einer Lampe, oder? Oder sind die einfach so übelst selten? Da besteht irgendwie alles aus Mechanical Parts. Das ist komisch hier, ne? Ach, hier wurden Waffen gebaut und natürlich auch getestet. Keine Frage. Schon wieder alles leer. Ich finde die Musik ganz cool mit dem Hintergrund, ne? Aufzug. Lager, oder wer? Werkshalle. Was will? Wo denn? Komm, Baby. Fliegen die Fetzen. Wie lang? Ich mach mal das. Den Gurt voll. Aber hier, ich gehe jetzt davon aus, dass ich hier eigentlich nicht mehr das finde, was ich brauche. Oh. So Schmelzkessel oder sowas. Sind denn wieder? Komm ich weg. Tausend Milliarden Bauarbeiter. Haben alle Pause gemacht, wo die Apokalypse kam und sind gestorben.
bin doch nicht gerade. Ich bin auf gebückt gewesen wieder mal. Okay. Also hier werde ich nicht das finden, was ich brauche. Das ist schwierig. Aber ich habe ja schon welche gefunden. Also war ich ja schon irgendwo mal richtig. Das kann man mal schön abbauen. Springen brauchen. Ne? So, dann, ich glaube, wir müssen wieder weg hier. Auch wenn ich Bock auf die grünen Zombies hätte. Scheiße. Und da ist aber noch mal eine Leiter, ne? Oh, wow, wow. Kann man da hinballern? Aber die wird wahrscheinlich sehr tricky sein abzubauen hier. Naja, geht. Boah, der will jetzt zwei Stück von abbauen. Kommt man da nicht irgendwie anders ran? Da oben. Jetzt ist nämlich auch schon einer hochgebaut, man sieht's. Das war ultra gut. Mann! Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Scheiße. Da fällst du runter in eine Horde, ist ja klar hier, ey. Eine Horde von Zombies. So, jetzt will ich aber wirklich raus. Finde ich, dass eine Eckchen da noch interessiert hat. Verdammt. Ah, guck mal da unten. Unten ist aber schon gut, oder? Oh, da ist aber schon mal einer reingesprungen. Hat sich die Leiter neu gebaut. Ich will auch nicht atmen, ich will die Treppe hochgehen. Ah, jetzt war ich noch drauf. Lass uns schwimmen bleiben. So, eine Sache habe ich ja extra behalten, genau für den Fall. Damit wir jetzt nicht schleichen müssen. Sehr gut. So, ist das Lager wieder. Also, ihr müsst es jetzt tatsächlich raus. Na wunderbar. Was? Alter, wo kommen die denn immer her? Die spawnen doch so nah bei einem, ne? Schuss noch. So, ja, eigentlich kein Problem, ne? Gut, ja, scheiße. Ne? Nicht ein einziges Teil gefunden davon. Also früher konnte man Reifen zerprügeln und hat eventuell auch mal einen Reifen bekommen. Das gibt es ja auch schon lange nicht mehr. Naja, ich glaube, der markierte Händler, der uns gerade markiert wurde, wäre interessant. Laut Karte. Ah, ne. Sind auf der anderen Seite rausgekommen. HP ist auch scheiße. Boah, ich habe 3 Punkte zu vergeben.
Was fehlt mir denn hier? Combat Perk oder was? Lucky Looter. Junk Collector. No, bla bla bla. Ach, das sind die Ranches wieder. Das müssen wir auch irgendwann mal, obwohl wir die Kleidung haben, die uns da richtig was gibt. Ach man, ich kann nämlich nie entscheiden, ja? Lucky Looter haben wir tatsächlich selber schon gefunden. Combat Perks. Da. Ah, Elektronika. Besserer Händler. Charismatische Natur. Schmieden. Ist das wichtig? Ja, nur schmieden können wir trotzdem. Da müssen wir nur... Will man wissen, wo ist denn die hier? Weniger Durst und weniger Hunger, Mann. Ich bin zu blöd, das zu finden. Cardio. Bin Sprinting. Hier. Healing Faktor. Ist mal gekauft. Mutantgene. So, wir machen mal ein bisschen auf den Charakter, damit der ein bisschen schneller regeneriert und stärker wird. So, gut. Leider finde ich hier keine Karre mehr. Das ist das Problem. Oh, so ein Elektrizitätswerk? Das muss doch so eine, da muss ich doch irgendwo so ein Teil bekommen, oder? Also, das Ziel der Folge wäre, einen Teil finden, ne? Witzigerweise. Naja, kommt immer. Also heute. Da habe ich euch aber gebucht, wa? Mann! Wenn ich frisch aufgestanden bin, habe ich echt schlechtes Zielwasser. 31 HP. Also, Mann. Na gut, das ist der Erde. So ein grünes habe ich höchster Lieferjob, was zu sein. Boah, die blauen Kackdinger. Vorsicht. Was ist das hier für ein Glas? Er haut einfach gegen alles vor. Neu. Sehr schön. Irgendwas finden ist immer gut. Und dann so ein Schrottplatz. Oh. Wäre cool, wenn jetzt abgeschlossen gewesen wäre. Das wäre natürlich schön. Wenn wir wieder ein bisschen Sprit bekommen würden, dann müssten wir nicht so weit nach Hause laufen. Schießpulver und ein Glas. Ich meine, ist ja neu. Ne, brauche ich nicht. Na, immer ein bisschen. So. Ja, scheiß Electronical Parts. Selbst hier steht nicht mehr ein Auto. Ein Cowboy drin. Alter, der Revolver. Der hat zwar Wumms, ne? Aber. Oh. Wirklich, ey. Das ist sau schwer damit zu zielen. Guck mal, ein Kühlschrank und da oben ist so eine Tasche drauf. Ah. Wrench? Nein, nicht. Da! Kühlschrank, sowas. Ah, geil! Das ist ja die Teile. Super! Ist das so eine gesunde Idee, so eine Zapfsäule zu zerlegen? Ja, ne? Oh, ich hab's ja leer gemacht, ich kann ja nicht explodieren. Ich hab ein bisschen Bammel gehabt. Also, wir werden hier doch noch fündig. Yippie-juche-hey! Und allzu viele Teile brauche ich ja auch nicht. Da war noch ein Kühlschrank. Eine Waschmaschine ist doch wie ein Kühlschrank.
der wieder gelootet worden? Oh, geil. Gut, dann gucke ich mal ganz kurz. 4x4 braucht 24 und der braucht 60. Das ist extrem viel. Soll ich denn da rankommen? Jetzt habe ich meine Tagesaufgabe, die ich mir selber gegeben habe, gelöst. Die darf man, glaube ich, nicht abbauen, ne? Dann kriegt man einen Stromschlag, oder? Ja, und das vor allem. Guck mal, HP, 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 nein, nein, nein. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Dann spawnt schon wieder einen scheiß Zombie. Direkt neben mir. Oder kam der da um die Ecke? So, klar. Oh, nee, ne? Ach, Gott sei Dank, Minibike habe ich hier gelassen. Puh, ich dachte schon. Hä? Achso, ich dachte schon, wo ist die Basis? Was ist das denn hier schon wieder? Ihr baut Sachen. Ist das für die Gyrokopter? So, Das hat schon mal geklappt. Dann muss ich jetzt zurückfahren. Zu meiner Tasche. Das ist ja einfach. Die sieht man ja immer. Und weit war es auch nicht. Aha. Ein Gyrokopter steht da. Oh, heute will auch mal fliegen. Aber ich traue mich nicht zu benutzen. Nie im Leben reicht das. Ich werde einfach sterben, wenn ich den jetzt beschieße. Weil der wird eine Menge Lederkredenz, ne? Kann man nicht irgendwie was machen, dass man den beschießt und dann irgendwo hochgeht? Hier ist ja eine Basis, aber die sind ja sicher zu. Mach keinen Scheiß auf den Bär. Haut mich 2-3 Mal, dann bin ich down. Das sind immer noch Ausläufer von unserer Ortschaft gewesen, wo wir gerade waren, oder? Nee. Boah, das ist doch schon eine ganz schöne Ecke, wa? Ich bin mein blöden Moped hier. Aha. Kühlschränke etc. Das ist schon mal gut. Da weiß ich jetzt, wo ich das Zeug herkriege. Ist halt ein bisschen Fusselei, ne? Bis du das alles hast, aber dann hast du es wenigstens. Oh ne, guck mal auf die Uhr. Scheiße, da wieder was vergessen. Naja gut, wir schaffen mal. Bis zum Rucksack schaffen wir. Noch ein paar Teile sammeln. Ich denke, das Auto herstellen dauert auch seine Zeit, ne? Hui. Einfach der Straße folgen. Bevor wir wieder irgendeinen Berg hochfahren müssen. 8 Stunden lang.
Bam, 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 bam. Und mal einen Händler aufsuchen und ein paar Sachen verkaufen, aber viele haben wir ja nicht. Ups, ist das Steam? Die Dings aufmachen. Das Menü. So, komm näher. Wir nähern uns dem Objekt. Mal Tim, ein fröhliches Sterben. Passiert, ne? Was soll man machen? Seven Days to Die. War blöd, dass die Zombies irgendwie neben dir spawnen, anstatt wirklich mal. Oh, ist ja noch weit, ey. Der Hut ist ja schon so groß. Und wenn du die ganze Zeit boostest, damit du auch vorankommst, verbrauchst du extrem Sprit, ey. Jetzt habe ich eine lächerliche 1er Schrotflinte hier. Aber die sollte ja wohl lang, oder? Wo bist du? Mich dürstet es nach Rache. Boah. Also die will ich nicht zerlegen, weil die können wir ja immer wieder neu looten. Für so eine Scheiße. Was wird denn zerlegt jetzt hier? Verarscht. Ist ja eh schon fast kaputt. Aber so eine Küche gelten wir dann nicht, oder was? Haben wir gerade reingelinst. Da gehe ich nicht nochmal dran, nein. Ah, das ist nur eine Zapfsäule. Und eine Kiste steht da oben. Aber die sind meistens leer, ne? Kleber brauche ich auch, aber. Spritquellen zerstören, nicht schlau. Ein Electrical Part, ernsthaft? Zwei. Zwei, okay. Oh, warum sind hier viele Lockpicks an der Müllkippe, ne? Zu finden. Ich zähle hier auch. Komischerweise sind das Electrical Parts. Wo ich eigentlich mehr mit Mechanical Parts gerechnet habe, finde ich dann die Electrical Parts. Das ist gekauft. Das brauche ich nicht. Spinde. Ich gehe da nur drauf ein. Vogelnest oben drauf. Ach, Gott, Vorsicht. Spawnen ja gleich wieder vor meiner Nase plötzlich. Hier ist wieder durchsucht worden und dann nicht. Ich verstehe es manchmal nicht, ehrlich. Vorsicht. Das wird ja schnell kaputt. Da sind die Teile. Relativ wenig kriegt man aber davon, ne? Ich finde den Sinn und Zweck von diesen Teilen. Oh. Ja, erinnere, wo ich bin. Sehr viele Etagen hat das. Kann man das hier auch zerlegen? Ja, Mechanical, ne? Kaum Krach machen. Klimaanlagen und sowas. So, ich habe jetzt schlappe 30. Oh Gott. Hält man das aus? Ich glaube eher nicht, ne? Vorsichtiger sein. Hätten wir noch einen Kühlschrank. Ganz viele Fässer. Mann, seid doch nicht immer leer. So gemein. Hier ist
auch manchmal interessant drauf gewesen. Bist du in Erinnerung? Da kann man, glaube ich, rein, ne? Da kommt her, ihr guten Teile. Oh, den habe ich nicht gesehen. Okay, das Ding ist sehr laut, aber sehr effektiv, aber nur zwei Schuss leider. Ja komm, ein einziges Teil. Also, wir brauchen mehr Werkstätte und alles. Das ist dasselbe Militärlager wie gerade? Light Barrel 45, hat das was zu bedeuten? Oh Gott. Langsam da, scheiße. Oh, auch noch ein Schuss. Ich hau ab. Min, min, min. Also, wir müssen mal ein bisschen zielen auf die, die zappeln ja nicht so. Will aber auch nicht sterben, ne? Ich habe ja noch ein Defizit auszugleichen. Sonst beende ich die Folgen nicht. Na, da unten war jetzt nichts, ne? Wie immer alles weg. Trifft er wieder aus 8 Meter Entfernung. Es gibt einen verlaufen Keks. Oh oh. Oh scheiße. Aber der Damage hält sich in Grenzen. So, das ist interessant. Hier wollte ich reingucken. Oh, das ist nicht neu. Da ist bestimmt was Wichtiges drin. Plastik. Wut. Komm, Militär, du musst aber irgendwas. Oh, wir haben jetzt schon mutig spät schon. Okay, auf nach Hause. Wohl da hinten ist noch einer. In der nächsten Folge werden wir da noch mal ein bisschen looten gehen. Und dann holen wir uns Kühlschränke etc. Wir haben jetzt 30 Parts. Wir brauchen noch mal 30 plus 24. 54 Mechanical Parts noch. Hierfür Gott sei Dank nicht. Da brauchst du ja nur die Dinger hier, ne? Und noch mal Räder. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.